steigen wir ein, wie bei der Tagesordnung festgelegt, in den Tagesordnungspunkt 13 zum Thema Wohnungsbau, kommunaler Wohnungsbau. Hier hat es ja kurz vor der Sitzung eine Sondersitzung gegeben des federführenden Ausschusses Finanzen und Liegenschaften. Und die Frage, wer bringt uns den Antrag ein, vielleicht so, wie es dann in der ersetzten Fassung war. In der Debatte, dann habe ich es richtig in Erinnerung, dass heute in der Fraktionsrunde Bündnis 90 die Grünen beginnen. Und da darf ich aufrufen, Herr Schmählich, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, wir beschließen heute einen längst überfälligen Paradigmenwechsel in der Dresdner Wohnungspolitik. Die Einsicht, der Markt regelt viel, aber nicht alles. Vor allen Dingen regelt er nicht die Schaffung ausreichender Anzahl preiswerten Wohnraums, bietet die Voraussetzung und die Grundlage für den jetzt vorliegenden Antrag. Ohne die Einbeziehung aktueller und zu erwartender Flüchtlingszahlen und damit auch der verbundene Zuwachs von Neudresdnerinnen und Neudresdnern, ohne diese Einbeziehung prognostiziert das Statistische Landesamt für Dresden einen weiteren Bevölkerungsanstieg in den kommenden 10 Jahren von 18.000 Einwohnern. Das ist eine gewaltige Herausforderung für den hiesigen Wohnungsmarkt. Und auch wenn wir das, was wir vom Beigeordneten für Stadtentwicklung eben gerade gehört haben, über die Bautätigkeit in dieser Stadt mit einbeziehen, wissen wir, dass wir diese Herausforderungen nur gemeinsam hinbekommen, dass sie nur gemeinsam gestemmt werden können. Gemeinsam mit den großen Playern, wie zum Beispiel der Vonovia, gemeinsam mit den Wohnungsbaugenossenschaften, gemeinsam mit privaten Investoren. Gemeinsam, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, heißt aber auch, dass die Stadt nicht auf der Zuschauertribüne des Dresdner Wohnungsmarktes sitzen bleiben darf. Gemeinsam heißt, wir müssen aufs Spielfeld und müssen dort die Positionen einnehmen, die andere Marktteilnehmer nur unzureichend bedienen. Wir müssen die Position einnehmen, Wohnraum zu schaffen, für besondere Bedarfsgruppen, für einkommensschwache Menschen, für Menschen mit körperlichen Behinderungen, Wohnungen für Familien mit Kindern. Was wir heute unterlassen, kommt uns morgen teuer zu stehen. Selbst wenn wir glauben, dass die gegenwärtige Anzahl von Wohnungen mit Belegungsrechten von 11.000 auch in 20 Jahren noch ausreichen werden, werden wir genau bis 2035 diese Belegungsrechte verlieren. So ist es jedenfalls in den Verträgen mit dem GAGWA, mit dem Vonovia-Vorgänger GAGWA geregelt. Wie teuer und wie schwer es ist, Belegungsrechte von privaten Investoren zu kaufen, das erleben gegenwärtig viele Großstädte, Berlin, München, Hamburg. Es ist teuer und fast unmöglich. Keine Großstadt kann es sich leisten, keinen Einfluss auf den Wohnungsmarkt zu nehmen. In keiner Großstadt, außer in Dresden, wird ernsthaft bezweifelt, dass öffentlicher Wohnungsbau notwendig ist. Lange Zeit haben in Dresden die Beharrungskräfte und die Scheuklappenapostel diese Notwendigkeit geleugnet. Wir sind froh, dass jetzt auch der Oberbürgermeister die Einsicht teilt, dass wir dringend wieder zurückkehren müssen zu städtischem Wohnungsbau. Deshalb ist es jetzt nicht richtig und wichtig zu erwähnen, dass das im OB-Wahlkampf 2015 noch anders klang. Wichtig ist, dass wir jetzt in einem Boot sitzen. Stadtratsmehrheit und Oberbürgermeister, Politik und Verwaltung. Wir haben, sehr geehrter Herr Böhmekorn, auch der CDU angeboten, mit ins Boot zu kommen. Wir glaubten ja, dass Sie selbst die Einsicht, die Ihr OB-Kandidat im letzten Jahr, der ja noch durch die Gegend zog und 5.000 Wohnungen, ich glaube, allein in Pieschen bauen wollte, dass Sie diese Einsicht bei Ihnen durchgesetzt hatte. Fehlanzeige.
Sie sind nicht mit ins Boot gekommen. Nein, die Union planscht in dieser Frage lieber weiter im Nichtschwimmerbecken. Das könnte ich auch verantwortungslos nennen. Wir, die Fraktionen von Grünen, Linken und SPD, übernehmen Verantwortung, um diese Jahrhundertaufgabe für Dresden zu lösen. Mit diesem Antrag bringen wir kommunalen Wohnungsbau auf den Weg und warten nicht, bis die neue Wohnungsbaugesellschaft gegründet ist. Dieser Antrag ist das Signal, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wir wissen, dass diese Planungen ein erster Schritt sind und weitere folgen müssen. Wir wissen, dass der Großteil der Arbeit von der neuen Wohnungsbaugesellschaft bewältigt werden muss. Wir wissen aber auch, dass die Menschen in dieser Stadt Taten sehen wollen. Und wir wissen, dass wir es den Wohnungssuchenden schuldig sind, jetzt loszulegen. Ja, wir brauchen für diese Vorhaben auch den Freistaat, bei dem wir nun endlich auch festgestellt haben, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat. Der Automatismus ist hier ganz hart. Ist ja sofort bei 5 Minuten vorbei, schaltet er das Mikrofon ab. Das ist aber sehr brutal. Ist sehr brutal, die Technik. So ist sie. Die ist nur digital, Digitalisierung. Also Sie dürfen, da läuft die Zeit. Da. Ist aber nicht barrierefrei. Also, vielleicht noch zum letzten Satz. Gut, dann werde ich jetzt einfach den letzten Satz noch loswerden. Also wir brauchen natürlich für dieses Vorhaben den Freistaat. Wir sind, das hat der Oberbürgermeister vorhin auch deutlich gemacht, auf einem guten Weg, dass der Freistaat auch diese Bemühungen unterstützt. Lassen Sie uns heute beginnen, das Ziel der Schaffung preiswerten Wohnraums endlich auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Wir setzen in der Fraktionsrunde fort mit der SPD-Fraktion, Herr Avenaius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Okay. Das hat ja noch damit zu tun, dass ich gesehen habe, Ihre Zeit lief schon los und da habe ich sie noch mal auf Null gestellt gehabt und das ist gleich automatisch das Mikrofon gekillt. Also, ich bemühe mich, es zu verkraften. Es ist sehr gut, dass wir den Antrag vorgezogen haben, denn er ist von überragender Bedeutung, nicht nur heute, sondern auf die nächsten Jahre hinaus. Der Antrag ermöglicht es, endlich mit dem Bau, zumindest aber mit der Planung von dringend benötigten preiswerten Wohnungen zu beginnen. Und zwar auch zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für die Gründung des kommunalen Wohnungsbauunternehmens noch laufen. Gerade weil bei dieser Gründung etliche sehr schwierige Aspekte zu beachten sind, bis hin zu steuerrechtlichen Fragen, muss man sie mit Bedacht vornehmen und um in dieser Gründungsphase oder Vorgründungsphase keine unnötige Zeit zu verlieren, ist es umso wichtiger, dass man mit der Stesat ein erfahrenes Unternehmen beauftragt, schon mal mit den Vorarbeiten zu beginnen. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Ich möchte überhaupt nicht verhehlen, dass wir schon viel zu viel Zeit verloren haben. Ich sage das durchaus selbstkritisch in Richtung unserer Kooperation. Wir werden uns deshalb umso mehr anstrengen müssen. Ausdrücklich nicht bedauern tue ich, dass wir uns bemüht haben, die CDU mit ins Boot zu holen. Ich habe die Beiträge von vielen Kollegen durchaus geschätzt. Beruhigen Sie sich. Ich habe die Beiträge von vielen Ihrer Kollegen durchaus geschätzt und nenne stellvertretend nur dafür Herrn Flemming. Und ich bedauere es ausdrücklich, dass Sie inzwischen wieder ausgestiegen sind, weise aber darauf hin, dass die Tür weiterhin offen bleibt. Sie bleiben weiterhin eingeladen an dem Vorhaben mitzuwirken, was eine Mammutaufgabe beinhaltet und bei der wir jeden und jede brauchen können. Über eines muss man sich nämlich im Klaren sein. In der Verantwortung stehen alle in diesem Saal. Natürlich die Kooperationsparteien, die diese Verantwortung auch annehmen. Natürlich
der Oberbürgermeister, der diese Verantwortung auch angenommen hat. Aber auch alle anderen, die hier Verantwortung tragen, werden sich später fragen lassen müssen, ob sie ihrer Verantwortung gerecht geworden sind. Von daher bedauere ich, dass insbesondere die Partei, die dieses Thema im Wahlkampf vor noch nicht mal einem Jahr noch sehr deutlich immer wieder diskutiert hat, ein bisschen die Perspektive verloren hat und würde mir wirklich wünschen, dass sie sie wieder findet. Deshalb bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Als nächstes ist die FDP-Freie Bürgerfraktion an der Reihe und der Herr Zastrow. Hier gibt es sogar. Okay. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Der Raum ist größer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber es hat man wenigstens Luft zum Atmen. Ist ja vielleicht doch gut für die Debatten, die wir jetzt in Zukunft führen müssen. Eine davon haben wir gleich heute. Das Abenteuer WOBA geht in eine neue Runde. Das, was uns einigt, gleich vorneweg. Wir sind uns einig darüber, dass Dresden wächst. Und dass wir in Dresden in den nächsten Jahren, wie ja übrigens auch schon in den zurückliegenden Jahren, wir neue Wohnungen brauchen. Die Frage ist einfach nur, wie kommen wir denn zu diesen Wohnungen? Ist dafür die Stadt, der Staat der richtige Ansprechpartner? Will ich das Schicksal der Wohnungssuchenden dieser Stadt tatsächlich in die Hände eines Staatsbetriebes legen? Oder geht es nicht auf andere Weise, nämlich auch ohne Risiken für den öffentlichen Haushalt, ohne lange Verfahren, sondern einfach deswegen, weil wir überall kreative Menschen haben, die bereit sind, mit ihrem eigenen Geld Risiken einzugehen, die auch sehen, dass man in Dresden Geschäfte machen kann, die auch sehen, dass es in Dresden einen Markt, einen Bedarf für neue Wohnungen geht, und könnten wir es nicht mit diesen machen. Jetzt empfehle ich Ihnen einfach mal zu schauen, wie wir denn das gigantische Wachstum dieser Stadt, was wir in den letzten Jahren hatten, hinbekommen haben. Genauso mit dem privaten Wohnungsmarkt, mit unseren starken Genossenschaften. Die haben das geschuldet, sie haben es gut geschuldet, nämlich so geschuldet, dass Dresden im Gegenteil, im Gegensatz zu all den Städten, die immer genannt werden, vorzugsweise aus Westdeutschland, einen hervorragend funktionierenden Wohnungsmarkt hat. Es geht also auch anders. Wir brauchen dafür keine öffentlichen neuen Experimente. Wir haben in Dresden seit der Privatisierung der Wohnungsbaugesellschaft etwas, worum uns viele beneiden. Wir haben einen bunten Wohnungsmarkt. Der ist viel, viel kleinteiliger als in den meisten anderen Städten. Dort, wo es noch einen Konzern, einen öffentlichen Wohnungsbaukonzern gibt, den haben wir nicht mehr. Deswegen ist bei uns das Wohneigentum und sind auch die Investoren alle kleinteilig. Wir haben einen ganz deutlich aufgesplitteten Markt. Das führt dazu, dass wir erstens die Dynamik am Markt haben, aber es ist auch die beste Versicherung gegen steigende Wohnen. Jetzt gibt es vielleicht einen Grund, Herr Schmelich hat es angesprochen, Sie, lieber Herr Avenaris, auch, könnte es sein, dass wir zu wenig bezahlbaren Wohnraum haben. Ich gebe zu, kann passieren. Die Flüchtlingsfrage wurde angesprochen, ist auf jeden Fall ein Thema, über das man nachdenken muss. Aber noch ist es nicht so. Und ich rate uns, die wir verantwortungsvolle Politik machen wollen, auch davon ab, eine Wohnungsnot in Dresden herbeizureden, meine Damen und Herren. Das ist genauso nicht verantwortungsbewusst. Ich weiß, dass Sie das als Wahlkampfthema erkannt haben und damit lässt sich trefflich Wahlkampf machen. Das wissen wir, Wohnung gehört dazu. Aber noch ist es in Dresden lange nicht so weit. Wir kriegen sehr, sehr günstige Wohnungen immer noch angeboten, beispielsweise bei den Genossenschaften. Wir haben unsere Belegungsrechte, die wir in dieser Stadt haben, noch nicht mal ausgeschöpft. Rund 400 sind immer noch frei. Und was wir uns in Dresden, lieber Herr Schmelich, leisten können, ich habe schon mal im Ausschuss gesagt, wir leisten es uns, diese Belegungsrechte niemals zu überprüfen. Niemals. Wenn du einmal einen Wohnberechtigungsschein hast, kannst du diese Wohnung wahrnehmen. Niemand in dieser Stadt guckt drauf, ob denn der Grund, warum du dieses Belegungsrecht in Kauf genommen hast, jemand überhaupt noch besteht.
Ich gehe mal fest davon aus, das ist ja auch Ziel der Sache, dass nicht alle, die es bekommen haben, noch in der misslichen sozialen Situation sind, sondern viele werden natürlich aus der Situation herausgekommen sind. Wir gucken aber gar nicht mal, ob die eigentlich noch einen Anspruch haben. Wenn ich das so weitermache, habe ich natürlich eine Dynamik in einem angeblichen Bedarf an neuen Sozialwohnungen, den kriege ich natürlich nie weg. So kann man es nicht machen, meine Damen und Herren. So ehrlich sollten wir auch sein. Was mir am meisten Sorge macht, ist aber Ihr Konzept, was Sie für Sozialwohnungsbau haben. Was bestimmt nicht funktioniert, ist, jetzt irgendwo Ghettos entstehen zu lassen, wo blockweise von vornherein Sozialwohnungen hingesetzt werden. Weil dann kommen Sie in genau dieselbe Situation, was wir jetzt bei den Belegungsrechten haben. Wir überprüfen die Belegungsrechte natürlich aus gutem Grund nicht, weil niemand in dieser Stadt auf die Idee kommen würde zu sagen, oh, du verdienst jetzt wieder Geld, zieh aus. Jeder, der eine Sozialwohnung nach Ihrem Modell einzieht, muss dort wohnen bleiben können, auch wenn seine soziale Situation sich verbessert hat. Sie können ihn niemals zwingen, wieder auszuziehen. Und genau das schaffen Sie mit Ihrem Modell eben nicht. Das richtige Modell ist natürlich das, was auch vom Land gefördert wird, nämlich dass man Investoren sagt, nimm einen Anteil, das unterstützen wir, schaffe nach einer bestimmten Quote auch bezahlbaren Wohnraum bei all den vielen Wohnprojekten hier drüben an der Marienallee, in der Albertstadt, wo überall die Wohnprojekte. Als nächste Fraktion ist die AfD-Fraktion an der Reihe und der Herr Vogel. Ich gebe da so einen kleinen Tipp für alle zukünftigen Redner. Dafür gibt es einen Riesenmonitor rechts, der zeigt dort eine Uhrzeit an und einige Sekunden vor Ablauf läuft es von grün auf rot. Und wenn Sie das so ein Stückchen als Indikator nehmen, vielleicht können wir das noch viel größer machen, dass Sie es noch deutlicher sehen, aber dort ist der Ort, wo man das sehen kann. Und wissen Sie, was hier steht? Ein Glaubenswerk. Dort ist ein Bild von einem Glaubenswerk, da steht der reale Irrsinn. Bis hier. So haben wir das schon vorausgenommen, wahrscheinlich will uns heute noch jemand damit eine schöne Präsentation halten. Also, bitteschön, Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, sehr geehrte Besucher, geschätzte Investoren in den Wohnungsbau für unsere Stadt, danke für Ihr bisheriges Engagement und bleiben Sie bitte trotz allem uns in Dresden erhalten. Zur Vorlage, Wohnungsbau sofort beginnen. Eine Anfrage an den Antragsteller. Meinen Sie Dresden? Ist dieser Antrag wirklich ernst gemeint? Es scheint mir, dass Sie in dieser schönen, allseits wachsenden und auch im Wohnungsbau expandierenden Stadt noch nicht angekommen sind. Frau Töberich mit Marina Garten hätte bereits lange mit dem Wohnungsbau begonnen, wenn sie gedurft hätte. Stattdessen zerstören Sie, Herr Schöllbach und Ihr Anhang, dieses Projekt mit dem Ergebnis einer millionenschweren Schadenersatzklage und einem nach sich ziehenden zweistelligen Millionen Schaden für Dresden und seine steuerzahlenden Bürger. Die Investoren um Globus werden ebenfalls daran gehindert, ihr Projekt einschließlich Wohnungsbau umzusetzen. Und Sie, die fachlich limitierte Gestaltungsmehrheit auf Zeit, begründen und belasten Dresden mit endlosen Scheindemokratiedebatten und Diskussionsrunden. Der geplante Wohnungsbau an der Ecke Reichenbach-Ulandstraße, Stichwort kleiner Globus, wird ebenfalls verzögert, droht sogar zu scheitern, wenn sich weiterhin einzelne Stadträte ihrer dunkelgrünen Profilneurose hingeben. Und auch die peinliche Blockade einer minimalen wohnungsbaulichen Ergänzung am Leutewitzer Park durch die Linken zeigt deren ideologisch geprägten Argwohn bis Hass gegenüber jedem freien und privaten Investor im Wohnungsbau. Doch sie schaden nicht nur dem privaten Wohnungsbau, es geht bei ihnen immer noch schlimmer. Beweis:
auch den Wohnungsgenossenschaften dieser Stadt trauen und vertrauen sie nicht. Denn anders ist ihre jüngste Ablehnung des Verkaufs von stadteigenen Liegenschaften an die Genossenschaften nicht zu erklären. Genossen gegen Genossen kennen wir eigentlich nur in der aktuellen Selbstbeschäftigung in der ältesten Partei Deutschlands, die früher einmal Volkspartei war. Zurück zu Dresden. Alle von mir bisher genannten Teilnehmer am Dresdner Wohnungsbau waren bzw. sind bereit, über einen Anteil von Wohnungen für einkommensschwache Mieter, Familien und/oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen bis hin zur Zielgruppe der Senioren- und Einpersonenhaushalte in ihren Projekten nicht nur nachzudenken und zu verhandeln, sondern diese auch zu realisieren. Alle Gespräche, die ich mit denen geführt habe, haben diese Dinge auch mit beinhaltet. Wir erwarten, dass sich die Stesat wie bisher dem Bau und der Sanierung von Kita und Schulen widmet und sich nicht mit neuen und zusätzlichen Aufgaben überfordert und überfordert wird. Alle von mir genannten Unternehmen und Gesellschaften wollen und können das Bauen von Wohnungen übernehmen, weil sie das bisher auch nachweislich erfolgreich und im Wettbewerb stehend bewiesen haben. Eine neue städtische Wohnungsbaugesellschaft braucht Dresden nicht. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass jeder Kauf und Bezug neuer, auch hochpreisiger Wohnungen bisherige und im Preis-Leistungs-Verhältnis günstigere Wohnungen zur Verfügung stellt und dass die durchschnittlichen Mieten in Dresden nach wie vor moderat sind. Die Gefahr einer Blasengefahr bei Immobilienpreisen gerade in Dresden ist laut Imperica vergleichsweise gering. Lesen Sie mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Am Wochenende haben Sie Zeit dazu. Da steht das auch manchmal. Die immer wieder aufs Neue von Herrn Schollbach aufgetischte und uns wirklich langweilende Mehr von Immobilienhaien und Finanzspekulanten in Dresden gehört zum Erb- und Gedankengut früherer Klassen- und Barrikadenkämpfer. Dresden benötigt als Garant des Erfolgs eine vertrauensvolle Kultur der Verlässlichkeit, Beständigkeit und Nachhaltigkeit in seiner Wohnungsbaupolitik und Zusammenarbeit mit allen vorhandenen und potenziellen Investoren. Ich wünsche mir eine geistige Barrierefreiheit zwischen genehmigenden Verwaltungen bzw. Behörden und den potenziellen Akteuren im Wohnungsbau, ohne Verschlimmbesserungen durch unbelehrte, inkompetente und nur auf Macht und Ego fixierende Provinzpolitiker. Damit das gelingt, sollten Sie umgehend Ihre ideologischen Zwangsjacken ablegen, Ihre wahnwitzige Idee und Rolle, Herrn Schollbach als jüngsten Bauherr Dresdens agieren zu lassen, verwerfen und das Wohnungsbauen und Verwalten denen überlassen, die das auch wirklich können. Was gut läuft, muss nicht nochmals neu erfunden und erst recht falsch begonnen werden, sondern verdient unsere Förderung und Wertschätzung. Deshalb verweisen wir Ihren Antrag in den Altpapiercontainer und lehnen diesen ab. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Wortmeldung in der Fraktionsrunde der CDU-Fraktion, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Zuerst, Herr Avenarius, schönen Dank für Ihre freundlichen Worte. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt mit meiner Kritik nicht zu sehr enttäusche. Ich habe mir mal das zum Anlass genommen, diesen interfraktionellen Antrag, um mal die Wohnungspolitik der neuen Gestaltungsmehrheit zu betrachten. Ich meine, wir haben im Wahlkampf 2014 vollmundige Versprechen gehört, das Thema Wohnen betreffend. Alles wird besser, alles wird gut. Im gleichen Tenor war jetzt auch der Redebeitrag von Herrn Schmählich, und diese Vollmundigkeit wird ihre Spitze erreichen, wenn Herr Schollbach ans Mikrofon tritt. Aber wenn wir uns mal die Realitäten anschauen, dann ist es doch so, dass wir nach 2 Jahren kein einziges praktisches Ergebnis sehen. Null. Null. Null und nichts, was das Ergebnis betrifft. Und jetzt kommt der Eilantrag. Jetzt kommt der Eilantrag um die Ecke. So, ich habe vom Ergebnis geredet. So, jetzt kommt der Eilantrag um die Ecke und ich frage mich eigentlich, warum dieser hier so im Schweinsgalopp durchgetrieben werden soll. Wissen Sie, Herr Avenarius, Sie haben davon gesprochen, dass Sie die CDU gern mit im Boot hätten und gern mitgenommen hätten. Ja, warum behandeln wir denn eigentlich diesen Antrag dann nicht in den Ausschüssen, wo er hingehört? Es ist für mich vollkommen rätselhaft, warum ein Ausschuss Stadtentwicklung und Bau mit diesem Antrag nicht befasst wird. Soziales und Wohnen und auch der Beirat Wohnen. Das ist für mich
vollkommen, das ist mir für mich ein dermaßenes Demokratiedefizit, dass ich überlegen muss, warum das so gehandhabt wird. Ich kann nur die Schlussfolgerung ziehen, dass Sie uns nicht im Boot haben wollten. So, also zum Inhalt. Herr Schmählich wirft uns vor, also ich nehme an, dass Sie uns gemeint haben mit Scheuklappenaposteln. Ja. Richtig, so, die Scheuklappen. Scheuklappen steht auch bei mir hier, ja, weil wir diese Art der Wohnungspolitik für vollkommen eindimensional halten. Für vollkommen eindimensional. Und diese Partner, die Sie mitnehmen wollen in der freien Wirtschaft und die Genossenschaften, also was ich hier sehe, ist doch wohl, dass Sie den Verkauf der Grundstücke an die Genossenschaften weggeschossen haben, dass Sie beispielsweise sinnvolle Instrumente wie revolvierende Grundstücksfonds weggeschossen haben, ist abgelehnt worden mit Ihrem Änderungsantrag am 6. August 2015. Dass Sie permanent Investoren ausbremsen. So. Kollege Cheftechniker da oben, können wir das ein bisschen... Vielleicht mein Fahrradcomputer. So, Investoren ausbremsen, wir haben es gesehen an der Ostraallee bei der Bebauung dort. Wir sehen es gerade wieder am MK4, der Bebauung des letzten Grundstücks an der Kreuzkirche am Altmarkt, wo der Investor auf dem St. Nimmerleins Tag vertröstet wird in den Ausschüssen. Wir sehen es bei den Bebauungswünschen am Stadtrand und in den Ortschaften. Also wir sehen da nicht, dass Sie irgendjemanden mitnehmen wollen. Wir sehen die Scheuklappen. Woba, woba, woba. Und was ist denn das für ein halbseitener Antrag jetzt hier? Das geht doch schon bei der Finanzierung los, wo Sie sich schamlos im Liquiditätsverbund der Landeshauptstadt bedienen wollen, mit Mitteln, die für andere Zwecke vorgesehen sind und nur für kurzfristige Verbindlichkeiten mal benutzt werden sollen. Wann soll denn dieses Geld jemals zurückwandern? Die Gesellschaft, die mal später diese Wohnungen besitzen soll, die ist ja noch nicht mal gegründet. So. Und jetzt mal auch drei Gründe, warum die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu wünschen übrig lässt. Sie wollen jetzt 800 Wohnungen planen und dann natürlich auch bauen. Und bis 2019, haben wir vernommen, wollen Sie 2500 fertig haben. Das ist weniger als 1% des derzeitigen Wohnungsbestandes. Und bis 2025 wollen Sie 8000 Wohnungen fertig haben. Das sind immer noch weit unter 3% des derzeitigen Wohnungsbestandes. Das ist ja wohl, sagen wir mal, sehr klein geschnitten. Herr Schmählich, wenn Sie von der Jahrhundertaufgabe reden, dann werden Sie ein Jahrhundert brauchen, um Ihre Ziele umzusetzen. So. Und dieser kleine Effekt, der soll, sage ich jetzt, 50 Millionen Euro kosten. Denn das sind die Gelder, oder die Gelder als Äquivalent, die städtischen Grundstücke, die Sie in diese Gesellschaft einbringen wollen. Grundstücke für 50 Millionen Euro. Und das ist Geld, was in den nächsten Jahren dem städtischen Haushalt verloren geht, weil wir diese Grundstücke nicht veräußern können. Das hätten wir nämlich ansonsten damit getan. 50 Millionen Euro kostet dieses Abenteuer. So, und dann haben wir noch die Zeitachse. Wenn Sie es schaffen, 2500 Wohnungen bis 2019 zu schaffen und 8000 bis zum Jahr 2025 mit wenig Effekt, dann glaube ich nicht, dass wir... So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Herr Scholbach.
Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich sehe, es kommt Freude auf, wenn ich vorkomme. Das haben Sie sich auch redlich verdient. Meine Damen und Herren, ich möchte einfach zu Beginn mal ein paar Zahlen sagen, damit wir uns der Dimension des Problems bewusst werden. Am 31. Dezember 2015 hatten wir in Dresden 549.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und im Jahr 2025 werden rund 580 Menschen in Dresden leben. Das sind rund 25.000 mehr als bei der letzten Schätzung 2012 angenommen worden sind. Das macht doch die Dimension des Problems deutlich. Zweite Anmerkung. Ich war kürzlich zu Gast auf einer Tagung sogenannter Investoren oder Immobilienhaie, wie ich sie bezeichne. Die waren regelrecht im Goldrausch. Wenn man denen in die Augen geguckt hat und wenn man denen zugehört hat, dann musste man denken, die sind auf Droge. Wer wird das alles bezahlen, was die hier gerade veranstalten in Dresden? Das sollen die Dresdner und Dresdner bezahlen mit ihrem Einkommen. Dazu werden sie aber kaum in der Lage sein. Dass der Anteil dessen, was vom jeweiligen Einkommen in die Wohnung investiert werden muss, das wird steigen. Das ist die Konsequenz der jetzigen Situation. Und da sagen wir, nein, dem muss man etwas entgegensetzen, diesem Mietwucher, der hier im Gange ist, der hier angestrebt ist. Da gibt es nichts zu lachen. Schauen Sie sich doch die Entwicklungen an, die wir erleben in München, in Berlin, in Hamburg. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Weichen anders zu stellen. Und wir wollen die Weichen rechtzeitig anders stellen, damit wir nicht erst in diese Situation kommen. Weitere Bemerkung. Es wurde vorgetragen, das sei alles viel zu wenig. Ich sage nur, wenn es nach CDU und FDP ginge, würden wir gar nichts machen in diesem Bereich. Die alte WOBA, die ist nicht über Nacht entstanden. Über viele Jahrzehnte wurden kontinuierlich Wohnungen gebaut, bis wir eine große WOBA hatten, die funktioniert hat und die Sie dann verscheuert haben. Wir wollen jetzt anfangen. Wir wollen jetzt beginnen mit dem Wohnungsbau. Jahr für Jahr Wohnungen bauen. Wir haben uns vorgenommen, in den kommenden 10 Jahren 8.000 Wohnungen zu errichten. Wir haben dafür im vergangenen Jahr einen Grundsatzbeschluss gefasst, nämlich zur Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Wir werden heute einen zweiten wichtigen Beschluss fassen, nämlich zum Bau von 800 Wohnungen, mit dem wir dieses kommunale Wohnungsbauprogramm beginnen wollen. Und nun ist es ja so, die CDU hat ja eine Menge erzählt. Wissen Sie, Sie können ja weiter nörgeln. Ich sage Ihnen mal Folgendes. Es gibt eine Partei, die dieses Problem, was wir jetzt in Dresden haben, verursacht hat. Das ist die CDU. Die CDU hat 28,4 Millionen Euro ausgegeben für den Abriss von sage und schreibe 7.946 Wohnungen. Genau diese Zahl an Wohnungen ist innerhalb von 10 Jahren in Dresden staatlich gefördert von der CDU abgerissen worden. Wäre dieses Geld in die Sanierungen dieser Wohnungen gesteckt worden, müssten wir sie nicht heute für ein Vielfaches dieser Summe wieder neu errichten. Das, was wir hier erleben, sind die Scherben Ihrer Politik, die wir jetzt aufkehren müssen und die wir in Ordnung zu bringen haben. Und noch etwas. Das, was Sie hier machen, ist ja tatsächlich völlig unglaubwürdig. Ihre politische Linie, die Sie fahren im Bereich der Wohnungspolitik, das gleicht ja einer Echternacher Springprozession. Ein Schritt vor, drei zurück, einer zur Seite, einer in die andere Richtung. Da kommt Ihr Oberbürgermeisterkandidat Markus Ulbich oder Ulkich, wie ich ihn nenne, daher, verspricht etwas von 5.000 Wohnungen. Sie bringen hier einen Antrag in den Stadtrat ein. Kaum war die Oberbürgermeisterwahl vorbei, haben Sie den Antrag sang- und klanglos wieder zurückgezogen und Ihren Kurs einmal im Kreis gedreht und sind wieder zurückmarschiert. Was ist das denn für eine politische Linie? Für was stehen Sie eigentlich? Und Herr Zaster von der FDP, wissen Sie was? Eigentlich brauchen Sie doch gar nicht reden hier. Es ist doch klar, die FDP ist die Partei der Miethaie. Das müssen Sie uns nicht Woche für Woche neu beweisen mit Ihren Reden. Meine Damen und Herren, wir bringen heute das kommunale Wohnungsbauprogramm auf den Weg und ich werbe hier um Zustimmung. Vielen Dank.
Lasso als nächster Redner für die Fraktionslosen, Herr Krien und dann Herr Krüger. Hier muss ich draufdrücken, ja. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, der tolle Zahlenkünstler Herr Scholbach, von 521 wachsen wir auf 580.000. Ja, dann vergleichen Sie 521 Stück mit 521.000 Stück mit 580.000 Stück und fragen nicht nach der Qualifikation. Denn was zuzieht, das sind ja Hartz-IV-Empfänger größtenteils. Und die werden eben nicht Einkommen erwirtschaften, sondern die leben von unserem Einkommen. So viel mal. Und Sie müssen sich nicht auf irgendeine gewesene WOBA berufen. Denn was Sie und Ihre Altvorderen uns hinterlassen haben, das war kein Betongold, das war Betonschrott. Gebaut worden ist die WOBA, das ist richtig, nach der Wende, nachdem wir Ihre Altvorderen verjagt hatten. Es ist auch die Art und Weise, wie der Antrag hier läuft, natürlich unverständlich, dass man heute daherkommt. Es stand im Grundsatz auf der Tagesordnung, es wird irgendwie über WOBA geredet, aber was eigentlich, das haben wir heute am Tag erstmal bekommen. Soweit muss ich schon mal sagen, ist das keine Art und Weise, wie Sie mit uns umgehen. Aber wir haben ja den Verkauf ehemals miterlebt. Damals saßen wir alle noch hier und ich konnte mich auf die Trümmerfrau da unten berufen und sie hat es sogar bis ins Protokoll geschafft. Sie haben uns einfach die WOBA weggenommen, Sie haben sie mit Ihrer Mehrheit verkauft. Große Flächen in unserer Stadt sind heute in der Hand der Heuschrecke. Da müssen wir es Ehrlichkeit sagen. Und wenn wir auch ehrlich sind, müssen wir sagen, die Leute, die damals die Gegner waren, das sind die Leute, die heute wieder bauen wollen. Soweit müssen wir schon ehrlich sein. Und auch wir sind das. Auch wir waren damals ganz klar gegen einen Verkauf der WOBA und wir sind heute ganz klar für einen Neubau. Inwieweit damals, mal zurückgeschaut, das Regierungspräsidium, heute heißen sie Landesdirektion, den Oberbürgermeister, den ehemaligen mit seinen strafrechtlichen Problemen unter Druck gesetzt hat, sein Wahlkampfversprechen zu ändern, sei mal dahingestellt. Wir sind damals dagegen gewesen, wir sind standhaft und erdverbunden und wir sind heute für den Bau. Zwei Punkte aber müssen wir der Ehrlichkeit halber nennen. Wir lügen uns in die Tasche. Wir haben ein Neuverschuldungsverbot und ich hörte gerade, es wird eingegriffen in den Finanzverbund der Stadt Dresden. Ja, irgendwie läuft das dann über technische Werke oder, ja, also die Stesat selber hat ja das Geld auch nicht. Das funktioniert also alles nicht, wenn wir ehrlich wären. Ehrlicherweise sind es natürlich neue Schulden und ehrlich wäre es, wenn wir sagen, ja, wir wollen bauen und dann heben wir eben dieses Neuverschuldungsverbot auf. Ein zweiter Punkt ist, Die WOBA wird natürlich wieder, oder wie die Gesellschaft dann mal heißen soll, wieder eine GmbH werden. Das bedeutet also, 20% der Stadträte sind dann an der Beteiligung ausgeschlossen. Wir haben jetzt einmal das Recht zu sagen, ja, wir sind für das Bauen, das sind wir auch. Und dann sind wir alle kleineren Fraktionen und wir, die wir keine Fraktionen haben, wie wir nur eine Gruppe sind, auch wir sind dann ausgeschlossen. Wir können nicht teilnehmen, denn sie haben ja die Gemeindeordnung so interpretiert, dass sie nur sie selber hineinkommen. Mich würde interessieren, ich weiß nicht, ob der Herr Frohling uns das sagen kann, gibt es denn schon eine territoriale Planungskarte? Wo sind denn die Flächen, die kommen werden? Und was kostet es denn, wenn wir die von der Venovia, wie ich das vorhin mit Jürde, zurückkaufen wollen? Ich habe vorhin mal überschlagen, wir haben etwa 1750 Millionen bekommen. Nach meiner Erinnerung waren es 116 Hektar. Das hieße also ganz grob gerechnet 15 bis 16 Millionen pro Hektar. Wäre noch meine Idee, dass wir doch auch den Kunstgriff machen, wie das so kleine Gemeinden machen, müsste der Herr Vorjohannes dann mal sagen, wie zulässig das ist, dass man also Geld druckt. Das macht man, indem man Ackerland nimmt man in städtischer Hand und dann widmet man das um zum Bauland. Das ist eine Gelddruckmaschine. Weiß aber nicht, wie es wird praktisch gemacht, aber müsste man überlegen. Aber jedenfalls, die teuren Flächen, die jetzt leer sind, beispielsweise die Sternhäuser und der Schweif in Prohles, das müsste man also schon überlegen. Ich würde doch zu den Ausführungen gerne mal von Herrn Vorjohann wissen, haben Sie eine Vorstellung, wo etwa Flächen liegen sollen und was soll die Fläche dort pro Hektar kaufen? Danke. So, als nächstes Herr Krüger und dann Herr Lichti.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, Herr Avenarius, wir sind uns einig, Herr Schmählich, wir sind uns einig, Dresden wächst, wir brauchen dringend Wohnungen. Ich glaube, das Einzige, was uns in dieser Form nicht einigt, ist, ist der Weg dahin. Und wenn ich jetzt mal die letzten beiden Jahre, die für mich in diesem Bezug verlorene Jahre für Dresden waren, und das Ergebnis von 2 Jahren intensiven Nachdenkens für den Dresdner Wohnungsbau sein soll, dann sage ich, Sätzen 5, Thema verfehlt. Wir hatten uns vorgenommen, zu der Vorlage vom Oberbürgermeister, die ja parallel zu der Vorlage der Gestaltungskooperation eingegangen ist, eben in den Ausschüssen zu bestimmten Themen zu sprechen. Der Oberbürgermeister hatte von 300 Wohnungen, Sie sprechen von 800 Wohnungen. Dazu hatten wir eben genau den Vorschlag, dass wir gesagt haben, wir haben die Belegungsrechte und genau diesen Umstand haben wir ebenfalls analysiert, dass es eben nicht wieder zu Nachfragen, dass es eben nicht aufgrund des Vertragsverhältnisses, der Vertrag besteht ja immer zwischen dem Bedürftigen und der Wohnungsgesellschaft. Wir stellen ja nur einmal fest, ob er eine solche Berechtigung bekommt, um eine Belegwohnung zu bekommen. Und danach ist das alles auf Ewigkeit gesetzt. Genau das hatten wir vor, in den entsprechenden Fachausschüssen mit Ihnen zu besprechen. Am Tisch der Bürgermeisterin für diese Fälle war leider nicht möglich, weil Sie ja mit einem Eilantrag eben genau diese Fachausschüsse umgehen wollten. Aber kommen wir mal zu dem Thema dieses Ersetzungsantrages, der uns heute tatsächlich 5 Minuten vor der entsprechenden Ausschusssitzung erreicht hat. Natürlich wurde gesagt, er hätte im Netz gestanden, aber das Datum ist 12.05., er steht erst heute im Netz. Egal, schauen wir uns diesen mal an. Die Stehsat soll wieder mal beauftragt werden. Genau diese Stehsat, die auf gerade jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, ich kann da nur aus der nicht öffentlichen Sitzung reden, 3,6 Millionen Euro für das Prinz Eugen versenkt hat. Totes Geld, wir als CDU hatten dagegen gestimmt, wir hatten gesagt, bitte noch mal drüber nachdenken, ist die Notwendigkeit tatsächlich vorhanden? Jetzt müssen wir noch mal gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen, um dort altersgerechtes Wohnen zu schaffen. Auch hier wieder Schnellschüsse bringen nichts im Wohnungsbereich. Die Stehsat, die jetzt schon für die Schul- und Krippenbauten beauftragt wird, die soll zusätzlich noch das Wohnungsbauprogramm mit 59 Leuten, Leute, das ist doch unrealistisch, einen solchen Betrieb in dieser Form zu nutzen. Dann schauen wir uns mal an, was will denn dieser Antrag? Er möchte 800 Wohnungen bauen für Einkommensschwache und Ältere und entsprechend Menschen mit körperlichen Behinderungen. Wir durften ja in der Zeitung, wir haben ja auch gelernt, dass die Presse niemals lügt. Da haben wir ja auch erfahren, wie diese Wohnungen aussehen sollen, damit sie eben diese Bedingungen erreichen. 7,50 Euro, 7,80 Euro Mieten. Das sollen Wohnungen sein ohne Keller, Wohnungen sein ohne Balkone, Wohnungen sein ohne Parkmöglichkeiten. Na, für wen sollen denn diese Wohnungen eigentlich sein? Wie soll denn ein körperlich Behinderter ohne Fahrstuhl in den zweiten, in den dritten Stock kommen? Wie soll denn das aussehen? Ja, das stand alles in der Zeitung. Zeitung lügt nicht. Schauen wir uns weiter an den Punkt 4. Den Punkt 4 schauen wir uns mal an, die Finanzierung. Es steht überhaupt nichts fest zur Finanzierung. Entweder man sagt, ja, wir nehmen mal kurz was aus dem Liquiditätsverbund, da durften wir vorhin im Finanzausschuss erfahren, dass das ohne weiteres gar nicht möglich ist, oder man versucht sich noch eine kleine Hintertür zu schaffen, dass eben der Finanzbürgermeister bis zur nächsten Finanzausschusssitzung eine Finanzierungsvorlage zu bringen hat. Hervorragend, das ist ein Ergebnis von 2 Jahren intensiven Nachdenkens über das Thema Wohnungen. Es geht weiter. Die Kosten der unter dem Dach der Stehsat erbrachten Leistung, die Stehsat soll alles erstmal vorfinanzieren und dann sagt das Ganze, und im Nachgang soll dann eine noch zu gründende Wohnungsbaugesellschaft das andere übernehmen. Stellen Sie sich mal diesen Irrsinn in der Privatwirtschaft vor. Ich gehe zur Bank, will Geld haben, sage, gebt mir erstmal das Geld und irgendwann gibt es eine Gesellschaft, die euch das zurückgibt. Welch ein Unsinn! Und das nach 2 Jahren intensiven Nachdenkens, wirklich eine Glanzleistung. Gehen Sie davon aus, dass wir dieses, sofern dieses Werk hier durchgeht, dass wir das natürlich einer intensiven Prüfung unterziehen werden. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir lehnen den Antrag selbstverständlich ab. Als nächste Wortmeldung Herr Lichti und dann Herr Bartels. Nein, Herr Löser war noch gar nicht dran auf der Liste.
Insofern können Sie jetzt dran kommen. Dann ist der Herr Bartels jetzt dran. Sehr geehrte Damen und Herren, na, der Herr Lichti wollte noch was. Kann ich weitermachen? Gut. Werte Gäste, eigentlich wollte ich mich zu diesem Punkt gar nicht äußern, weil so viel schon gesprochen wurde und so viele Gegensätze dabei sind, aber ich muss es doch noch machen. Da gab es ja gar nicht allzu langer Zeit eine Runde der Immobilienbranche, geleitet von unserem Bürgermeister Schmidt-Lamontin. Und da waren über 100 Immobilienvertreter da, die über Wohnungen in dieser Stadt verfügen, die Wohnungen bauen wollen. Und er hat zwei Fragen gestellt. Zum einen, wer von Ihnen vermietet Wohnungen an Sozialbedürftige, diejenigen, die Hilfe vom Staat bekommen? Raten Sie mal, wie viele Meldungen von den 100 eingegangen sind. Null. Die zweite Frage war, Sie bauen alle Wohnungen in dieser Stadt. Wer von Ihnen würde Wohnungen bauen für Sozialbedürftige? Für diejenigen, die Hilfe vom Staat brauchen. Wie viele Meldungen gab es? Null. Dann kam die Aussage, na dann brauchen wir doch eben ein städtisches Wohnungsunternehmen. Wer von Ihnen ist dafür, dass ein städtisches Wohnungsunternehmen gründen in dieser Stadt, das Wohnungen für Bedürftige baut? Wie viele Meldungen gab es? Nein, eine. Ich war nämlich da. Und wie ist denn das eigentlich? Wir reden hier über kurzfristige Zeiträume. Das ist doch völliger Quatsch dabei. Wir haben vor 100 Jahren Sozialwohnungen gebraucht. Wir werden in 100 Jahren noch Sozialwohnungen brauchen. Und unsere Vorgänger haben sich doch immer irgendetwas überlegt, wie sie damit umgehen können. Es gab zum Beispiel mal eine Phase, wo man die Gemeinnützigkeit für Wohnungsunternehmen eingeführt hat. CDU und FDP haben das abgeschafft. Unsere Genossenschaften leiden darunter. Die würden viel anders reagieren und arbeiten, wenn diese Gemeinnützigkeit noch da wäre. Dann haben wir die Bindefrist, die wird diskutiert. Da wird gesprochen von 10 oder 15 Jahren, maximal 25 Jahren. Sprechen Sie mal mit Leuten aus der Wohnungswirtschaft, die sich mit diesem Thema befassen, aus den alten Bundesländern, die sagen, wir brauchen langfristige Bindung. Langfristige Bindung kriegen Sie im privaten Sektor nicht, sondern das kriegen Sie nur bei einem städtischen Wohnungsunternehmen. Oder Sie müssen tief in die Tasche greifen. Also, Sozialwohnungen werden auch in 100 Jahren gebraucht. Trennen Sie sich von dieser kurzfristigen Denkweise, diesen 2 oder 3 oder 10 Jahren, wir brauchen auch ein Wohnungsunternehmen in 50 Jahren, das dort für die betroffenen Bürger Wohnungen vorhält. Danke. Vielen Dank, Herr Bartels. Als nächster Redner Herr Löser. Zunächst kleines Missverständnis, ich war gemeldet, aber die Verwaltung hat es offensichtlich nicht durchgegeben. Insofern Entschuldigung und danke für meinen netten Kollegen Herr Lichti, der mich da vorlässt. So, meine Damen und Herren, zunächst nochmal zu Herrn Vogel. Sie beschweren sich, dass Sie keine mediale Aufmerksamkeit haben mit Ihren politischen Ansichten. Da kann ich nur sagen, kein Wunder bei der Rede. Und jetzt zur CDU und zur FDP, wie man hören durfte. Sie sehen also keinen Bedarf. Da frage ich mich schon, leben wir eigentlich in der gleichen Stadt, wenn Sie sagen, Sie sehen keinen Bedarf in der Frage der sozialen Gerechtigkeit beim Thema Wohnen? Warum beschließen wir denn heute mit dem OB zusammen diesen Antrag? Weil es natürlich diesen Bedarf gibt. Und natürlich für Leute, die 11, 12, 13, 14 oder auch, wie ich jetzt hörte, in Cotta 16 Euro zahlen, die haben den Bedarf nicht. Aber es gibt eben mittlerweile in dieser Stadt genügend, vor allen Dingen Familien, es wurde schon gesagt, aber auch Migranten und sozial Schwache, die natürlich diese Wohnungen sich nicht leisten können. Und jede dieser Wohnungen, und wir haben auch natürlich gehört, wir bauen 6.000 Wohnungen, aber eben genau in diesem Segment 10, 11, 12, 13 Euro. Sie wissen das doch im Bauausschuss, wir fragen immer nach, nicht Sie fragen nach, ob da 15% sozial gestützt sind, sondern wir fragen nach, nicht Sie. Und diese 11, 12, 16, die treiben natürlich den Mietspiegel hoch, das ist doch ganz klar. Und wenn das Schule macht in Dresden, dann haben wir genau das Problem, was heute natürlich noch nicht so ist wie in München oder in Hamburg, aber es ist natürlich da. Und wir brauchen diese kommunale Gesellschaft natürlich als Regulativ, um diesen Wohnungsmarkt eben nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Und jetzt gehe ich mal auf Ihre Argumente ein. Sie sagen, Genossenschaften vermieten für 5,50, das stimmt, aber sie bauen nicht für 5,50. Wenn die neu bauen, bauen die
auch für 7 oder für 8. Und dann natürlich wird diese kommunale Gesellschaft, und das wollen wir, eben genau auch in diesem Segment bauen. Und Sie können doch nicht widersprechen, dass jede Wohnung, die für diesen Preis angeboten ist, besser ist als keine Wohnung, die für diesen Preis angeboten wird. Und Grundstücke, meine Damen und Herren, haben wir nicht an die Genossenschaften verkauft, weil wir erst mal schauen wollen, ob wir die für die Gesellschaft brauchen. Und wir brauchen auch keine großen Ghettos, sondern wenn Sie mal geguckt haben, diese Grundstücksliste weist aus, über das gesamte Stadtgebiet verteilt Grundstücke. Und da sehen Sie, dass wir nicht Gorbitz 3 oder Gorbitz 4 planen, sondern dass wir eben auf genau diesen Grundstücken dann auch aufbauen wollen. Und zur Finanzierung. Sie schreiben hier das Gespenst der Neuverschuldung an die Wand und da sage ich ganz klar, das ist falsch. Es gibt hier keinen Blankoscheck, sondern wenn Sie reinschauen, beauftragen wir die Planung. Und zum Bau gibt es eine extra Finanzvorlage und die wird uns der Oberbürgermeister vorlegen. Und Sie wissen alle, was in der Hauptsatzung drinsteht, eben nicht Neuverschuldung. Und ich glaube nicht, dass der OB uns eine Vorlage bringen wird, wo Neuverschuldung drinsteht. Und für die Grünen ganz klar ist das auch ein Thema, wo wir sehr kritisch hinschauen, weil wir wissen, dass wir mit nachhaltiger Politik natürlich das Neuverschuldungsverbot nicht angreifen werden. Meine Damen und Herren, natürlich ist auch, und hier wurde Herr Schmählich leider abgewürgt durch die Fisimatesen des Mikros, ist es ganz entscheidend, dass wir Geld uns holen. Und da schaue ich mal die Fraktion hier an in diesem Rat, die hier sitzen, die auch auf landespolitischer Ebene Verantwortung haben. Und Sie wissen, der Bund gibt Geld an das Land und dieses Geld wird nicht weitergeleitet. Und wir brauchen aber dieses Geld. Insofern kann ich Sie nur ganz herzhaft ermuntern, dafür zu sorgen, dass dieses Geld hier im sozialen Wohnungsbau auch ankommt. Und ich will noch mal sagen, dieser Weg ist richtig, den wir hier bestreiten, dass die Stesat beginnt, diese Wohnung zu bauen. Wir werden diese kommunale Gesellschaft auch gründen. Die Grünen haben vor 2 Jahren bereits den Antrag eingebracht, dass der kommunale Wohnungsbestand zunächst erst mal gebündelt wird bei der Stesat. Und insofern ist es auch folgerichtig, jetzt diesen Weg weiterzugehen. Und es ist auch richtig, es hat zu lange gedauert. Das sage ich ganz ehrlich. Da kann man diese Kritik, die ja schon geäußert wurde, wirklich nur noch mal verstärken. Aber es ist doch besser, jetzt anzufangen als gar nicht. Und wir stehen für jetzt anfangen und Sie stehen für gar nicht anfangen. Und das, meine Damen und Herren, ist der richtige Weg, jetzt anzufangen, denn sonst kommt man auch nie zur gelösten Jahrhundertaufgabe. Als nächste Wortmeldung Herr Lichtsieb. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Rede, die ich jetzt halten werde, halte ich nicht im Namen der Grünen-Fraktion, sondern als Stadtrat Johannes Lichti. Der heutige Auftrag an die Stesat klingt harmlos, doch er ist ein bedeutender politischer Vorgriff, dessen finanzpolitische Wirkungen für die nächsten 10 Jahre erheblich sein werden. Und dies, obwohl die Finanzierung alles andere als klar ist. Und ich sage es ganz deutlich, das halte ich für unehrlich. Zur Klarstellung. Ich bin für die neue WOBA. Aber eine gute Idee muss auch gut gemacht werden. Leider sind meine dringenden Fragen in den letzten 2,5 Jahren, die ich fraktions- und kooperationsintern immer wieder gestellt habe, nicht beantwortet worden. In der Kooperationsvereinbarung 2 habe ich gelesen, bis 2019 sollen 2.500 Wohnungen gebaut werden, bis 2025 weitere 5.500, also insgesamt 8.000 Wohnungen. Das angestrebte soziale Mietniveau soll offenbar bei 6,60 Euro je Quadratmeter liegen. Zur Finanzierung, es wurde hier schon gesagt, habe ich nur gelesen, es sollen städtische Grundstücke im Wert von 50 Millionen Euro eingebracht werden. Meine Damen und Herren, das reicht offensichtlich nicht. Wenn wir für 1.800 Euro je Quadratmeter, manche werden sagen, das ist eine optimistische Schätzung, bauen und eine Wohnung zu 60 Quadratmeter nehmen, dann kostet eine Wohnung ungefähr 108.000 Euro. Bei heutigen Baupreisen würden dann 8.000 Wohnungen 864 Millionen Euro kosten. Ich frage Sie, ist das realistisch? Nehmen wir an, die Baupreise sind bei 2.000 Euro, dann müssten wir schon 960 Millionen Euro aufwenden. Wie sollen die aufgebracht werden? Ich höre, wir leihen uns das Geld von der Bank, was ja bei den derart niedrigen Zinsen kein Problem sei. Nun gut, wenn man nicht zu viel aufnimmt und günstig baut, kann man sagen, dass mit dem Geld auch Werte geschaffen werden, die die Tilgung abdecken. Eigenkapital sollte die neue WOBA aber trotzdem doch wohl mitbringen, sagen wir 20%. Das wären bei 860 bis 960 Millionen Euro etwa 170 bis 190 Millionen Euro. Die eingebrachten Grundstücke könnten vielleicht mit 40 Millionen Euro belastet werden, bleiben immer noch 130 bis 150 Millionen Euro in 9 Jahren. Das wären etwa 14 bis 16 Millionen Euro je Jahr. Und ich frage Sie jetzt,
Wo nehmen wir diese K15 Millionen € pro Jahr her? Aus dem Stadthaushalt? Ja, das kann man machen, wenn man es politisch will. Aber dann bitte ich, dann soll das auch so klar gesagt werden. Und das vermisse ich. Oder nehmen wir das Geld aus den städtischen Nebenhaushalten, insbesondere über die TWD aus der Trewag? Wir wissen alle, der Trewag geht es gerade gut, aber das Umfeld ist mehr als schwierig. Die Stehsatz soll jetzt mit der Planung beauftragt werden und im Sommer soll es eine Finanzierungsvorlage geben. Positiv möchte ich vermerken, dass der ursprüngliche Bauauftrag an die Stehsatz, so wie er im Antrag mal innerfraktionell diskutiert wurde, und eine Bürgschaft der Stadt aus dem Antrag gestrichen wurde. Der Planungsauftrag etwa in Höhe von 2 bis 3 Millionen € soll jetzt mit Mitteln aus dem Liquiditätsverbund finanziert werden. Aber meine Damen und Herren, wir wissen doch alle, der Liquiditätsverbund ist keine Deckungsquelle. Es handelt sich um einen kurzzeitigen Finanzierungstrick. Die Kosten soll dann die neue WOBA übernehmen, ein Unternehmen, das es noch nicht gibt. Und wie muss sich die Stehsat hier eigentlich absichern? Darf sich die Stehsat überhaupt auf ein solches Geschäft einlassen? Ich habe jetzt gemerkt, im Satz 4, im Nebensatz, haben Sie das jetzt geheilt, so notdürftig. Meine Damen und Herren, man kann das so machen, aber Vertrauen erweckt das nicht. Mein Eindruck bleibt, der Stadtrat soll per Salamitaktik in finanzielle Verpflichtungen mit erheblichen Auswirkungen auf alle Politikbereiche geführt werden, ohne dass deren Ausmaß und Höhe vor diesem Stadtrat und vor der Dresdner Öffentlichkeit klargemacht wird. Ich sage ganz deutlich, ich bin für die neue WOBA und die Gründe, die jetzt hier von der rechten Seite gebracht wurden, die ziehen alle nicht. Sie verschließen die Augen vor dem Problem. Aber man muss eine gute Sache, das sage ich in Richtung meiner politischen Freundinnen und Freunde, auch handwerklich gut machen. Dazu gehört Transparenz und kein Versteckspiel. Meine Damen und Herren, noch ist es nicht zu spät, aber da muss deutlich nachgelegt werden, und zwar von der Kooperation und von den Wohnungsbaubefürwortern. Ich erwarte, dass dies baldigst geschieht, dass hier Kostenrechnungen vorgelegt werden, dass die öffentlich diskutiert werden können. Es mag ja der eine oder andere jetzt vielleicht auch an das Pult treten und sagen, die Zahlen, die der Lichti jetzt sagt, die stimmen alle nicht. Alles Quatsch, hat keine Ahnung. Ich kenne das, fraktionsintern. Ne? Kann ja gemacht werden. Aber dann möge derjenige bitte seine Zahlen vorlegen, sodass wir in einem transparenten, öffentlichen Diskussionsprozess tatsächlich auch eine Zustimmung aller Dresdnerinnen und Dresdner für dieses notwendige und wichtige Projekt bekommen. Vielen Dank für Ihre Als nächste Wortmeldung Herr Schmelig. Man kann natürlich diese Debatte so führen, wie wir sie hier gerade führen. In einer ideologischen Verbohrtheit, die es in keinem Stadtrat dieser Republik anderswo geben wird. Dort ist man sich darüber bewusst, dass es ohne öffentliches Engagement nicht geht. Dort ist man sich aber auch bewusst darüber, dass wir natürlich nicht alleine das Problem stemmen können. Es gibt ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in Hamburg, es gibt ähnliche Kooperationen in München. Jede Stadt versucht sozusagen, etwas zu erreichen. Es geht aber nur, indem wir auch etwas leisten und nicht so tun, als ob die anderen uns die Dreckarbeit machen könnten. Aber welche anderen denn? Heute ist die Hauptversammlung von Vovonovia. Heute Morgen hat es eine Ad-Hoc-Meldung gegeben, 6.25 Uhr. Vovonovia erhöht ihre Gewinnerwartungen. Also wenn man jetzt Herrn Scholbach kritisiert, dass er von den Immobilienhaien spricht, dann kann man darüber streiten. Aber eine Sache ist klar. Der größte Player in dieser Stadt baut Wohnungen und vermietet sie, weil er Gewinne für seine Aktionäre erzielen will. Und nicht, weil er die Dresdner Menschen mit Wohnraum versorgen will. Und genau das ist die Lücke, die wir schließen müssen. Und alles, was Sie gesagt haben, Herr Krüger, ist doch purer Blödsinn, pure Polemik. Wenn Sie den Antrag gelesen hätten, diese Mühe müssen Sie sich nochmal machen, wenn Sie sich hier vorne hinstellen und irgendwie was dazu sagen. In dem Antrag steht drin, dass wir zum Beispiel bis zum 30.06. über die Ausstattungsvolumina, über das, wie diese Wohnungen ausgestattet werden, in welcher Form, eine entsprechende Variantenvorlage, einen Vorschlag der bekommen sollen. Und da sage ich Ihnen mal, genau das
was Sie hier einfordern, ist Teil dieses Antrages, nämlich dass über die Frage der Finanzierung, über die Frage, welche Standorte wir wählen, über die Frage auch im Grunde genommen, welche Ausstattung dort notwendig ist, genau diese Vorlagen haben. Aber wie sollen wir diese Diskussion führen, ohne dass es im Grunde genommen eine entsprechende Planung dafür gibt? Und im Übrigen, wissen Sie was, diese ganze Rederei von unseriöser Finanzierung, da sage ich Ihnen mal eins. Der Unterschied im Grunde genommen zu einer Kreditaufnahme, wir hätten hier beinahe im Dezember 60 Millionen, übrigens mit Ihrer Zustimmung, handgehoben für provisorische Unterbringung, die uns niemand, wie wir heute wissen, bezahlt hätte. 60 Millionen Steuermittel der Dresdner aus dem Fenster rausgeschmissen. Da wären Sie mit dabei gewesen. Wir haben es gestoppt aus verantwortungsvoller Politik. Wir haben es gestoppt. Ja? Und der Unterschied zwischen der Kreditaufnahme und einer Finanzierung von Wohnungen ist eben ein sehr entscheidender. Wenn Sie öffentliche Kredite aufnehmen, dann müssen Sie auch Steuern mitteln, die zurückbezahlen. Das ist auch mit der Hauptsatzung verboten. Wenn Sie Kredite aufnehmen zum Wohnungsbau, dann zahlen es die Mieterinnen und Mieter praktisch zurück. Das ist der Unterschied. Und deshalb ist Mieten auch so attraktiv. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie genau denjenigen, die diesen Dresdner Mietmarkt so hochinteressant mittlerweile finden, einfach nur den Rücken frei halten wollen, freisperren wollen und deshalb verhindern wollen, dass es einen Player gibt, der auch sozusagen im öffentlichen Interesse hier baut. Wir werden mit diesen 900 Wohnungen, das ist deutlich geworden, oder 800 Wohnungen im ersten Schritt, natürlich das Problem nicht lösen. Aber wir werden diesen Schritt gehen können. Und da sage ich Ihnen mal, ich begreife es nicht, dass Sie diesen Schritt nicht mitgestalten, sondern sich einfach nur in die Büsche schlagen. Das ist im Grunde genommen unverantwortlich. Das will ich nochmal wiederholen. Als nächste Wortmeldung Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Lichti, mein Respekt. Ich denke, das ist eine Sternstunde, die wir hier haben in der politischen Debatte, bei der sehr tiefgründig diskutiert wird. Und das in der Tat, kann ich nur noch mal sagen, meinen großen Respekt. Das schafft von uns hier nicht jeder, ganz sicher nicht. Ich würde aber auch, Herr Schmelig, auf Ihre Worte, die Sie eben gesagt haben, eingehen. Wer sagt denn, dass die CDU nicht auch öffentliche Mittel geben will? Nein, unsere Sorge ist, und darüber wollten Sie nie diskutieren, das stand für Sie fest, es muss die Rückkehr zur WOBA sein, weil die Linke, Herr Scholbach, es nie verwunden hat bis jetzt, dass seinerzeit die Hälfte der Fraktionen sich gespalten hat, die linke Fraktion gesagt hat, jawohl, das ist ein vernünftiger Weg, wie wir unsere Stadt schuldenfrei bekommen und wie wir das Geld für die Investitionen schaffen, die wir in der Stadt brauchen. Und davon haben wir würden über ganz andere Dinge reden, wie wir, wenn wir noch die WOBA seinerzeit nicht verkauft hätten und den Schuldendienst jeweils bringen müssten. Der Punkt an der Sache ist doch, Herr Schmelig, und diese Diskussion wollen Sie nicht führen. Und da haben Kollegen schon vor mir gesagt, mit dem selbst, wenn alles aus Ihrer Sicht optimal läuft, schaffen Sie es nicht mal auf 3% der Wohnungen. Und Sie kommen auch mit dem, was Sie gesagt haben, um eine öffentliche Finanzierung und Stützung doch gar nicht herum. Deswegen ist unser Ansatz doch, lasst uns einfach mal nachdenken, wie wir diejenigen, die am Markt tätig sind, und da hat der Lichti eine brillante Analyse gebildet. Es funktioniert ja so gar nicht, wie Sie es haben. Sondern mit den Ressourcen, die wir überhaupt nur sind, zu stemmen, alle mit ins Boot holen und sagen, dann schaffen wir den Wohnraum, der eben für wenig Bemittelte zur Verfügung gestellt ist. Aber nein, das wollen Sie nicht. Sondern da ist, und das ist die Scheuklappe, es muss die WOBA sein, weil andere machen es nicht. Und da ist natürlich die Ideologie bei den Linken dasjenige, was zählt. Und das ist das, was wir schlicht nicht mitmachen. Und sie weigern sich einfach, darüber nachzudenken. Das Förderprogramm, was hier genannt worden ist vom Land, jawohl, natürlich brauchen wir das. Aber das muss doch nicht sein, dass nur die Stadt das macht.
Die Stadt ist nicht der bessere Verwalter. Und die WOBA, die wir hatten, war auch nicht der billigste Anbieter. Das stimmt ja alles nicht. Sondern die WOBA hat die Preise erhöht. Und die war teilweise, hat Zeiten gegeben, da war sie sogar der Führer, wenn es um Mietpreiserhöhungen geht. Das stimmt doch alles nicht. Das ist eine Wahrheit, die Sie hier zu vermitteln, die gar nicht da ist. Die hat nie funktioniert. Und das Eilige, was Sie hier machen, die Eiligkeit mit dem, was Sie hier machen, die passt ja mit den ganzen Zeitraum. Herr Bartels hat es ja gesagt, wir werden das immer, natürlich werden wir öffentlich geförderten Wohnraum brauchen. Aber das muss doch nicht, wie gesagt, die WOBA selbst sein. Sondern wir müssen genau es versuchen, die Player mit ranzunehmen, hier die Wohnungen in einem gerüttelt Maß, so wie wir es ja auch mit dem WOBA-Verkauf verhandelt haben. Dass dort Belegungsrechte da sind, dass sie alle diese Instrumente in die Hand nehmen, um hier zu erreichen, dass wir entsprechend bezahlbaren Wohnraum behalten. Und dieser Diskussion haben sie sich verweigert. Und hiervon steckt nichts in dem Programm drin. Und deswegen können Sie von uns nicht erwarten, dass wir dem zustimmen. Vielen Dank. So, die nächsten Wortmeldungen sind jetzt Herr Scholbach und Herr Mattes in dieser Reihenfolge. Damen und Herren, ich denke, hier müssen noch mal einige Dinge gerade gerückt werden. Zum einen, was haben wir denn bisher in dieser Wahlperiode für bezahlbares Wohnen getan? Wir von Rot, Grün, Rot, Orange. Wir haben unmittelbar zu Beginn dieser Wahlperiode hier im Stadtrat beschlossen, dass der Oberbürgermeister beauftragt wurde, von der sogenannten Kappungsgrenzenverordnung Gebrauch zu machen und das bei der Staatsregierung zu beantragen. Die Kappungsgrenzenverordnung, schwieriges Wort, ist im Grunde eine Deckelung für Mieterhöhungen bestehender Mieten. Das hat die Stadtverwaltung auch ordnungsgemäß bei der sächsischen Staatsregierung beantragt, dass die diese Verordnung erlässt. Es hat ewig gedauert. Man hat verzögert hoch und runter. Der zuständige Minister war Markus Ulbich von der CDU. Die Opposition hat dort immer wieder im Parlament Druck machen müssen, bis es dann nach ewiger Verzögerung endlich erlassen worden ist. Wir haben bereits im vergangenen Jahr hier im Stadtrat den Oberbürgermeister beauftragt, von der neuen Möglichkeit der Mietpreisbremse Gebrauch zu machen. Die Mietpreisbremse wirkt für Neuvermietungen. Da gilt dasselbe Prinzip. Die Stadtverwaltung beantragt es bei der Staatsregierung. Dort ist zuständig der Innenminister Markus Ulbich. Und jetzt raten Sie mal, was mit dem Antrag passiert ist. Bislang nichts. Es wird durch Herrn Ulbich von der CDU verhindert, dass Dresden eine Mietpreisbremse bekommt. Er behauptet, wir hätten hier kein Problem. Und da sage ich mal, man muss sich doch nur mal umschauen. Man kann sich doch die Immobilienportale anschauen, wie die Angebote gesunken sind und wenn es Angebote gibt, zu welchen Preisen die aufgerufen werden. Man kann doch mal mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht macht das die CDU nicht. Wir führen regelmäßig Bürgersprechstunden durch. Wir haben viele Kontakte und wissen Sie, was uns die Bürger berichten? Jedes Mal, wenn man eine Wohnung findet zu einem halbwegs bezahlbaren Preis, da stehen 30 andere und wollen dieselbe Wohnung. Wir sind doch bereits in einer schwierigen Situation. Und ich kann es auch selber sagen, als ich in den 90ern nach Dresden kam, um hier zu studieren und meine Wohnung anmieten wollte, da hatte ich freie Auswahl. Da hat sich jeweils kein Mensch interessiert. Da war ich alleine bei der Besichtigung und konnte anschließend noch sagen, wie viel Mietnachlass ich haben wollte, weil sie die unbedingt vermieten wollten. Jetzt ist die Situation doch eine völlig andere. Wenn man heute geht, viele, viele Menschen haben Interesse und kriegen die Wohnung nicht. Wir haben inzwischen auch Menschen, die aus Dresden wegziehen, weil sie sich hier das Wohnen nicht leisten können. Das ist doch die Situation. Und damit müssen wir umgehen. Und jetzt noch mal was zur Finanzierung. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben gesagt, wir nehmen Grundstücke, städtische Grundstücke im Wert von 50 Millionen Euro und die werden als Eigenkapital für die neue städtische Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung gestellt. Und dieses Eigenkapital, auf Grundlage dieses Eigenkapitals, können bis 2019 2.500 Wohnungen errichtet werden.
Das ist durchfinanziert. Und jetzt wird ja immer wieder die Frage aufgeworfen, warum soll das billiger sein, als wenn Private bauen? Das ist doch ganz einfach. Erstens, die Privaten müssen doch selber erstmal ein Grundstück erwerben. Das ist inzwischen eine relativ teure Sache in Dresden. Dieses Grundstück müssen sie natürlich irgendwie finanzieren. Das legen die anschließend auf die Mieten um. Hier ist das Eigenkapital, für das wir keine Eigenkapitalrendite wollen. Das ist der erste wesentliche Punkt, warum das hier dieses städtische Wohnungsbauprogramm deutlich preiswerter wird. Und der zweite wesentliche Punkt ist natürlich folgender. Die privaten Investoren wollen Gewinne machen. Das ist deren Interesse. Und wir haben ein anderes Interesse. Wir wollen ein soziales Regulativ schaffen. Deshalb sagen wir, uns reicht die schwarze Null. Wir wollen damit keine Schulden machen, wir wollen damit aber auch nichts für die Stadtkasse erwirtschaften. Das ist unser Ansatz. So, und mein lieber Herr Böhme-Korn von der CDU, das hat nichts mit Ideologie zu tun, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Das ist gesunder Menschenverstand. Das ist nämlich Ausgleich von Interessen. Wir wollen unsere Stadt eben nicht den Interessen der Immobilienhaie überlassen. Darum geht es. Und deshalb muss man etwas entgegensetzen. Und das tun wir hier. Und zwar auf sehr verschiedenen Säulen. Und tun Sie doch nicht so, als ob jetzt sozusagen Dresden hier von einer WOBA zukünftig dominiert würde. Das ist doch völlig Quatsch. Sie müssen sich auch mal für Ihre Argumente entscheiden. Vor was haben Sie denn eigentlich Angst, frage ich Sie. Und noch etwas. Wenn wir uns anschauen, wann ist das... So, die nächsten Redner sind Herr Mattis und dann Herr Avenarius. Herr Mattis verzichtet, auch ein guter Tat, dann Herr Avenarius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte nur noch mal ganz kurz auf das Kernanliegen dieses Antrages hinweisen, das manche hier im Saal ein bisschen aus den Augen verloren zu scheinen haben. Es geht darum, die Stesat dazu in die Lage zu versetzen, jetzt möglichst bald mit der Planung und gegebenenfalls mit dem Bau von einer größeren Menge an preisgünstigen Wohnungen zu beginnen. Um mehr nicht. Es ist von der Wohnungsbaugesellschaft nur erwähnt, dass die 800 Wohnungen, die als wünschenswert bezeichnet werden, später mal in die neue Wohnungsbaugesellschaft überführt werden sollen. Es ist noch kein Wort darüber gesagt, wie sie denn aussehen soll, ob sie aus der Stesat ausgegründet wird, ob ein neues Unternehmen gegründet wird, ob die alte Stesat abgespalten wird. Das ist alles noch vollkommen in der Diskussion und spielt hier erstmal keine Rolle. Es spielt auch in diesem Antrag keine Rolle, das, was in manchen Beiträgen unterstellt wurde, dass wir nicht wollen, dass Investoren nach Dresden kommen und bauen. Natürlich wollen wir das. Und es spielt auch in diesem Antrag keine Rolle, dass wir wollen, dass natürlich die Genossenschaften bauen. Wir schätzen die Arbeit der Genossenschaften sehr und wir wollen, dass sie auch weitermachen können. Und deswegen müssen wir uns hier nicht sagen lassen, wir sind auf irgendwelche Staatsbetriebe fixiert und nehmen daneben nichts wahr. Es geht nur darum, dass endlich losgelegt werden kann. Und da ist in der Tat eine gewisse Eile geboten. Es stimmt nicht, dass der Antrag nicht in den Ausschüssen war. Bevor wir hier zusammengekommen sind, war er im Finanzausschuss, in dem letztendlich entscheidenden Ausschuss dafür. Deswegen kommen Sie bitte alle wieder auf den Teppich und konzentrieren sich bitte auf das Kernanliegen des Antrages. Und da sage ich es nochmal, wir wären dankbar, wenn Sie zustimmen könnten und an alle, die auf das Kommunikation oder auf das Gesprächsangebot vorhin reagiert haben, sage ich nochmal, natürlich sind wir immer zu Gesprächen bereit, wie es weitergehen soll. Das gilt heute und es gilt auch morgen. Vielen Dank. So, für einen Moment habe ich mal die Rednerliste abgearbeitet und danke, Herr Avenarius, Sie haben mit Ihrem Beitrag nicht so provoziert, dass wieder drei Arme neu hochgegangen sind.
Und weitere Wortmeldungen sehe ich im Moment nicht. Dann würden wir zur Abstimmung schreiten. Da liegt ein interfraktioneller Ersetzungs... Nee, stimmt nicht. Wir haben ja Ausschussbericht, genau. Wir haben das alles ja schön gemacht heute vorher. Also, wir haben einen Ausschussbericht aus der Sondersitzung vor der Stadtratssitzung. Über diesen würde ich jetzt abstimmen lassen. Wer dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Keine. Da haben wir ein Abstimmungsergebnis, was sagt 39 Ja-Stimmen bei 29 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung. Damit angenommen. Und damit haben wir uns erstmal eine Pause verdient. Wir haben es 18.50 Uhr jetzt. Und das heißt, 19.20 Uhr setzen wir fort. Nicht öffentlich.